In diesem Video möchte ich euch den momentanen Stand der Arbeiten an meinem Umbau eines Prusa MK4 zum Granulatdrucker zeigen, denn so ganz geradlinig ist auch dieser Teil meiner Entwicklungsarbeiten nicht verlaufen. Den Prusa MK4 habe ich aus mehreren Gründen gewählt. Neben den mechanischen Qualitäten des Gerätes ist die Open Source Philosophie des Herstellers Prusa ein sehr wichtiger Punkt. Der FFM-Druck ist so weit verbreitet, weil diese Technologie von Anfang an frei von Patenten und mit offener Dokumentation aus der Community heraus entwickelt wurde, was auch auf meinen Granulatextruder zutrifft. Kommen wir damit zu den Vorzügen der Hardware des MK4. Granulatextruder sind schwerer als Druckköpfe für den Filamentdruck. Der originale Druckkopf des MK4 wiegt ca. 300 Gramm. Während mein Granulatextruder in Version 5.0 mit einem Nehmer 17 Schrittmotor und einem Getriebe von 5:1 auf satte 520 Gramm kommt. Erste Versuche mit einem leichteren Nehmer 14 Motor haben nicht funktioniert, da dieser kein ausreichendes Drehmoment erzeugt. Granulatextruder 5.0 ist möglichst einfach konzipiert, als Nachteil fällt die Massenverteilung ungünstig aus. Der schwere Schrittmotor inklusive Getriebe befindet sich ganz oben, die Düse, an welcher der Kunststoff austritt, ganz unten. Insgesamt ist der Granulatextruder aber nur ein wenig länger als der originale Extruder des Prusa. Die Mechanik der X-Achse des MK4 ist somit für eine ähnliche Konstruktion ausgelegt. Der Riemen für den Antrieb längs der X-Achse sollte idealerweise durch den Masseschwerpunkt des Extruders verlaufen, was momentan noch nicht so ganz der Fall ist. Die lange Bauweise des Extruders führt zu langen Hebeln. Der Weg von den Befestigungspunkten zur Düsenspitze ist im Vergleich zum originalen Druckkopf länger. Die Tatsache, dass die X-Achse des MK4 über zwei Schienen verfügt, ist von Vorteil, denn somit werden die Hebelkräfte besser abgefangen. Nicht nur längs der Extruderachse ist der Abstand zur Führung größer, sondern auch in Richtung der Y-Achse. Die Düse sollte möglichst nahe an den beiden Schienen sein. Die Befestigung des Extruders ist momentan noch provisorisch zu nennen und wird auf jeden Fall nochmals gründlich überarbeitet. In Sachen Elektronik ist der Umbau auch noch alles andere als final zu nennen. Der originale Druckkopf befindet sich nicht links an der X-Achse, um diesen schnell auswechseln zu können, sondern um den integrierten Endschalter für die Z-Achse zu nutzen. Das Vermessen der Höhe über dem Druckbett erfolgt beim Prusa MK4 über einen Kraftsensor, der ein ganz leichtes Verbiegen der Mechanik registriert, sobald die Düsenspitze eine Oberfläche berührt. Mit diesem System kann das Druckbett sehr genau vermessen werden, was beim Druck der ersten Lage definitiv von Vorteil ist, ein weiterer Grund, warum ich zum Prusa MK4 gegriffen habe. Da dieser Sensor in den Rahmen des originalen Extruders integriert ist und ich diesen nicht zersägen wollte, habe ich entsprechende Sensoren mit unterschiedlichen Wertebereichen bestellt, mal sehen, ob ich diese verwenden kann. Da mit dem momentan nur improvisierten Endschalter lediglich die Höhe ganz links an der X-Achse gemessen wird, können bislang nur Drucke mit einer eher kleinen Grundfläche ausgeführt werden. Extruder V5.0 habe ich so konzipiert, dass dieser mit möglichst einfachen Werkzeugen nachgebaut werden kann, auch wenn das momentan noch Abstriche in Sachen Druckqualität bedeutet. Die Röhre habe ich mit Hilfe meiner alten Ständerbohrmaschine gefertigt, wie das mit einer Drehmaschine besser geht, hatte ich in einem vorangegangenen Video dieser Serie gezeigt. Um die Bohrung so gut wie möglich zentrieren zu können, habe ich entsprechende Halterungen für die Messingteile gedruckt. Der obere Teil besteht aus einem etwa 16 mm langen Teil einer M12er Messingschraube. Wie auch beim vorherigen Extruder V4.1 wird dieser Teil mit einem 3 mm Bohrer und dann mit einem 6 mm Bohrer komplett durchbohrt. Anschließend wird mit einem 7 mm Bohrer unten die ca. 2 mm tiefe Bohrung für die Verbindung zum Hotend
und von oben die Stufenbohrung gesetzt. Die mit einem 8 mm und einem 9 mm Bohrer fertiggestellt wird. Das Hotend wird nach der 3 mm Bohrung mit einem 5 mm Bohrer komplett durchbohrt. Und anschließend mit einem M6er Gewinde versehen. Von oben wird dieses dann bis zur Hälfte mit einem 6 mm Bohrer und etwa 2 mm tief mit einem 7 mm Bohrer bearbeitet. Als Hitzebarriere fungiert wiederum ein etwa 9 mm langes Stück eines Edelstahlröhrchens mit 6 mm Innen- und 7 mm Außendurchmesser. Wie zu sehen sind die drei Teile nicht perfekt geraten. Ziel von Version 5.0 ist es zu zeigen, was mit weniger präzise gefertigten Teilen machbar ist. Hart verlötet werden die Teile der Röhre mit Silberlot. Wichtig ist, dass die drei Teile möglichst perfekt in einer Flucht verlaufen. Das zentrale Teil der Wasserkühlung entspringt dem 3D-Drucker und ist aus PETG gedruckt. Hier muss nichts verlötet werden, wie es beim Vorgängermodell noch der Fall war. Die Abdichtung der Bauteile erfolgt mit Schraubensicherungslack. Der Prusa MK4 verfügt über einen zusätzlichen Temperatursensor am Cold End, den ich zurzeit aber noch nicht in die Wasserkühlung implementiert habe. Der Vorratsbehälter für das Granulat ist in die Verschraubung mit dem 5:1 Getriebe des Extrudermotors integriert. Als Extruderschnecke kommt die im vorherigen Video gezeigte Version aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 4,5 mm zum Einsatz. Die Verbindung zwischen Getriebeausgangswelle und Schraube ist aus durchbohrtem Rundmessing gefertigt und starr ausgeführt. Da bei meinem Extruderprinzip ein deutlicher Spalt zwischen Extruderschnecke und Wand verbleiben muss, kann sich die Schraube darin auch dann frei drehen, wenn diese nicht perfekt in der starren Kupplung zentriert ist. Die Materialzufuhr erfolgt durch einen Trichter auf der Vorderseite, momentan noch gefüttert per Löffel. Die Nachbauanleitung mit allen Maßangaben sowie den 3D-Dateien der zu druckenden Teile gibt's wie immer auf meinen Seiten. Was kann dieser extrem simpel gebaute Granulatextruder leisten? Dank der kompakten Bauweise der Extruderröhre muss dieser nicht länger als ein normaler Filamentdrucker aufgeheizt werden. Sobald die gewünschte Drucktemperatur erreicht ist, kann's losgehen. Da mein Standard-Testdruck mit 25×27×12 mm sehr klein ausfällt, ist die noch nicht implementierte Sensorik zur Vermessung des Druckbetts kein Problem. Die erste Lage wird aber dennoch nur mit 15 mm pro Sekunde auf der Glasplatte gedruckt. Die weiteren Lagen werden mit einer Geschwindigkeit von 30 mm pro Sekunde gedruckt. Die Schichthöhe ist auf 0,2 mm gesetzt und eine 0,4 mm Düse ist im Extruder verbaut. Der vielfach geforderte und nun endlich implementierte Lüfter zur Bauteilkühlung macht sich positiv bemerkbar. Die Kanten an den Überhängen biegen sich nicht mehr nach oben.
Somit werden alle Kanten wesentlich sauberer gedruckt. Auch die Öffnung vorne an dem Kettenglied fällt deutlich besser aus als bislang. Die starre Kupplung zwischen Schrittmotor und Extruderschnecke funktioniert, allerdings mit Abstrichen. Aufgrund des leichten Eierns der Welle wird das Material nicht ganz so gleichmäßig gedruckt, wie es sein könnte und sollte. Bemerkbar macht sich das an einer ungleichmäßig gedruckten Außenwand. Als nächste Maßnahme werde ich daher wieder eine flexible Kupplung implementieren, die den Versatz der beiden Wellen ausgleichen kann. Erhöhen wir die Druckgeschwindigkeit auf 60 mm pro Sekunde. Auch diese Druckgeschwindigkeit kann der Extruder in Zusammenarbeit mit dem MK4 ohne wesentliche Abstriche in Sachen Druckqualität umsetzen. Die Softwarefinessen Pressure Advance und Input Shaping, die der Prusa MK4 bietet, habe ich bei den momentanen Tests deaktiviert. Es kommt mir bei den Drucktests nach wie vor darauf an zu sehen, was der Extruder leistet, möglichst unverfälscht von der Druckerfirmware. Also weiter rauf auf 120 mm pro Sekunde. Die Beschleunigungswerte habe ich auf 4000 mm pro Sekunde Quadrat erhöht, um die Geschwindigkeiten auch wirklich erreichen zu können. Die Druckqualität nimmt sichtbar ab, es gibt schon gute Gründe, warum Slicing-Programme bei derart kleinen Strukturen die Werte für Beschleunigung und Druckgeschwindigkeit automatisch reduzieren. Ich wollte aber einfach mal sehen, ob der Extruder derart schnell von 0 auf maximale Extrusion und wieder zurück auf 0 kommt, ohne dass Lücken in den Wänden entstehen oder nur noch eine unförmige Masse gedruckt wird. Funktioniert augenscheinlich ganz gut. Daher geht's nun hinauf zu 200 mm pro Sekunde. Auch hier werden die 2 mm dünnen Wände des Kettengliedes noch ohne lange Risse oder Lücken gedruckt. Die Oberfläche wird allerdings zusehends uneben und auch der Bauteillüfter kann das Hochbiegen der Überhänge nicht mehr verhindern. Die ungünstigen Hebelverhältnisse der improvisierten Befestigung an der X-Achse führen dazu, dass die Düse an manchen Stellen über die Oberfläche springt und somit Lücken in der Außenwand entstehen. Auch die im Granulat gebundene Feuchtigkeit macht mit zunehmendem Materialdurchsatz Probleme. Dampfblasen führen zu kleinen Lücken in der Oberfläche. Erstaunlicherweise wird aber auch mit diesen Einstellungen ein Kettenglied gedruckt, das prinzipiell noch als solches zu erkennen ist und durchaus verwendet werden könnte. Die Nahaufnahmen der Drucke zeigen die noch anzugehenden Schwachstellen des Extruders und der improvisierten Anbringung am Prusa MK4 auf. Alles in allem gelingen mit dieser Pi mal Daumen Konstruktion bereits erstaunlich gute Drucke,
Dennoch werde ich in naher Zukunft auf Fertigungsmethoden des 20. Jahrhunderts umstellen, um die Druckqualität noch näher an die existierender Filamentdrucker heranzubringen. Wer mich in meinem Bemühen, einen wirklich praktikablen Granulatextruder für Desktopdrucker zu entwickeln, finanziell unterstützen möchte, auf meinen Seiten gibt's neben der Nachbauanleitung und weiteren Infos zum Projekt auch eine Spendenschaltfläche. Ein herzliches Dankeschön an meinen anonymen Großsponsor und an alle weiteren großartigen Menschen, die mir bereits einen Obolus haben zukommen lassen. Bauteile zur weiteren Umrüstung des Prusa MK4 sind von den Geldmitteln bereits bestellt, demnächst geht's also weiter. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!